Wie Bachelor Nico Griesert sein persönliches Gefühlschaos während der diesjährigen Staffel erlebt hat, wissen wir nicht. Der 30-Jährige schweigt bisher zu seiner finalen Entscheidung und auch dazu, mit welcher Rosenanwärterin er heute zusammen ist. Doch nun findet eine Person, die Nico extrem nahe steht, klare Worte. Sein Bruder Alex äußert sich gegenüber der Bild-Zeitung. Achtung, es folgen Spoiler. Im Halbfinale schickt Nico Favoritin Michelle nach Hause. Doch er bereut seine Entscheidung sofort und holt die Kölnerin zurück. Alex erklärt im Interview, wie zerrissen sein Bruder Nico dabei war. Ich habe total mit ihm mitgelitten, er tat mir da total leid, denn ich habe gemerkt, das tat ihm richtig weh. Nikos Unentschlossenheit kennt sein Bruder Alex nur zu gut. Er ist sich sicher, dass Nico keine Show abgezogen hat, sondern sein Gefühlschaos absolut authentisch war. Ich bin überrascht davon, wie gut man ihn eigentlich über die Show kennenlernt. So ist Nico einfach. Welche Single Lady letztlich das Herz des Bachelors erobert hat, werden wir erst bei der großen Aussprache am 24. März erfahren.